Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 64, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Aktuell niedrige Mineralölsteuer entlastet auch hessische Bürger und Wirtschaft. Klare Absage an Erhöhung der Mineralölsteuer usw. So Drucksache 19/2015 wird zusammen diskutiert mit Tagesordnungspunkt 74, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Mineralölsteuer verhindern, Drucksache 19/2998. So, und jetzt habe ich so lange geredet, dass Sie inzwischen den Antrag vorliegen haben. Das heißt, er ist jetzt eingegangen, ein aktueller Antrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Aktuelle Stunde der Fraktion der FDP. Und ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Gut, das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 75 und wird jetzt zusammen mit Tagesordnungspunkt 64 aufgerufen. Und als Erstes hat das Wort Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Bitte um Entschuldigung, dass ich schon vorgegangen war. Ich will unseren Antrag und diese Aktuelle Stunde mit etwas einleiten, was mir ein persönliches Anliegen ist. Kollege Klee hat gerade darum gebeten, dass in der Weihnachtssitzung Einigkeit heraufbeschworen wird. Das ist auch ein Versuch, mit unserem Antrag diesen Hessischen Landtag in dieser Frage zu einen. Weil ich glaube, meine Damen und Herren, das schlechteste Signal des Hessischen Landtags, das wir senden können, wäre heute an die Bürgerinnen und Bürger, die heute hier sind, dass ihnen kurz vor Weihnachten oder auch kurz danach eine Steuererhöhung droht. Frau Kollegin Wissler hat zu Recht reingerufen in ihrer profunden Art, dass es nicht um die Mineralölsteuer geht. Ja, langläufig wird sie so genannt, Mineralölsteuer. Es geht hier korrekterweise um das Energiesteuergesetz, das ab 2006 diesen Steuertatbestand abgelöst hat. Sie haben völlig recht. Langläufig reden die Menschen aber von der Mineralölsteuer. Und, meine Damen und Herren, lassen Sie mich den Schlenker machen. Ich glaube, Herr Kollege Boddenberg, dass wir an einem Strang ziehen, wenn es darum geht, dass wir heute aus dieser Sitzung auch ein Dankeschön an die Menschen in Hessen loswerden sollen. Ein Land, dessen Bürgerinnen und Bürger 1,4 Milliarden € Steuermehreinnahmen erwirtschaftet haben. Diesen Bürgern sind wir zum Dank verpflichtet. Es war nicht der Staat, sondern es waren die Menschen in diesem Land. Ein herzliches Dankeschön dafür. Es ist wirklich eine große Leistung. Und in Zeiten, wo die Kassen so voll sind, wie sie noch nie waren, Steuern des Bundes sind geschätzt 2016 auf 682 Milliarden €, werden wahrscheinlich, so wie die Prognose sich anlässt, über 700 Milliarden € steigen. Das bedeutet, die öffentlichen Kassen sind so voll wie noch nie. Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass es sicherlich eine Frage wäre, ob man Steuersenkungen sogar in Betracht ziehen müsste, ob der Soli noch eine Zukunft hat oder ob man nicht sagt, man gibt auch den Bürgern ein Stück zurück bei diesem wirtschaftlichen Erfolg. Das wäre sicherlich eine Diskussion, aber die will ich an der Stelle gar nicht führen, Herr Kollege Boddenberg. Mir ist wichtig, dass der Hessische Landtag ein klares Signal auch nach Berlin sendet. Und ja, wir können dieses Signal senden, denn der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende ist Mitglied dieses Parlaments, der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist Mitglied dieses Parlaments, meine Damen und Herren. Welches Parlament ist besser prädestiniert, als Signale nach Berlin zu senden? Und ich glaube, meine Damen und Herren, deshalb sollten wir sagen, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen können sich auf dieses Parlament verlassen. Wir tun alles, damit die Menschen in Hessen nicht noch mehr belastet werden. Ich glaube, das ist doch etwas, Herr Kollege Frömmrich. Ich sehe Zustimmung von Ihrer Seite, freue mich da, weil wir doch alle wissen in der Historie, dass die Mineralölsteuer immer wieder erhöht worden ist, wenn der Bund, und da ist ja keine Partei ausgenommen. Ich meine, natürlich ist es besonders traurig, dass die letzten fünf Erhöhungen von der rot-grünen Bundesregierung gemacht worden sind, 1999, 2000, 2001, 2002 und 2003, und dass die Menschen an der Kasse bei der Tankstelle gemerkt haben, dass es von Jahr zu Jahr teurer geworden ist. Und deshalb, wenn wir über Konjunktur reden, und das ist der wichtige Punkt, Konjunktur hat auch etwas damit zu tun, wie sind Rahmenbedingungen. Und wir wollen doch nicht drum herum reden, dass die hohen Steuermehreinnahmen, die wir in diesem Land verbuchen können, zentral damit zu tun haben, dass wir einen günstigen Rohölpreis haben, dass wir niedrige Zinsen haben und dass diese Rahmenbedingungen auch dafür sorgen, dass teilweise schlechte Politik der Bundesregierung ausgeglichen wird. Gott sei Dank ist das so. Gott sei Dank ist das so.
Und ich glaube, meine Damen und Herren, nicht nur, weil die Kanzlerin es ja versprochen hat, dass es keine Steuererhöhung gibt und dass dieses Versprechen, dass das Wort der Kanzlerin gilt, ist für mich eigentlich Gesetz. Daran sollte nicht gerüttelt werden. Aber ich glaube auch, meine Damen und Herren, dass es Gift für die Konjunktur wäre. Es wäre Gift für die Konjunktur, wenn in diesem Land wirklich jetzt Steuererhöhungen eingetreten würden und die Menschen dafür bestraft werden, dass sie in den letzten Jahren so fleißig waren, meine Damen und Herren. Wenn der Staat über Einnahmen- und Ausgabesituationen spricht, dann ist das, was die Hessische Landesregierung mit ihren Steuererhöhungen gemacht hat, ob das auf der kommunalen Ebene ist oder bei der Grunderwerbsteuer, schon eine starke Belastung für die Menschen in unserem Land gewesen. Aber, meine Damen und Herren, überdrehen Sie diese Spirale nicht. Und deshalb, in der Weihnachtssitzung sollte es Einigkeit geben. In diesem Parlament sollte niemand Zweifel daran lassen, dass dieses Parlament an der Seite der Menschen in Hessen steht und dass wir klar sagen, es wird keine Steuererhöhung mit uns geben. Und deshalb zum Schluss. Ich habe jetzt den Antrag gerade gelesen, und ich muss zugeben, das ist ja ein bisschen so wie die Variante, Frau Kollegin Dorn, niemand hat die Absicht, die Mineralölsteuer zu erhöhen. Also das ist ja in einem historischen Kontext, der macht mich ja fast sprachlos. Der macht mich ja fast sprachlos. Ich glaube, dass Sie nicht ernsthaft den Menschen in Hessen sagen wollen, das ist nur eine Sache des Bundes, wir haben damit nichts zu tun. Ich wüsste gerne, der hessische Finanzminister ist in der Bundespolitik hervorragend eingebunden, der stellvertretende SPD-Vorsitzende ist es, der CDU-Landes- und stellvertretende Bundesvorsitzende ist es. Sie können uns ja heute hier sagen, dass es diese Gespräche gar nicht gibt. Dann gehen wir Kollege beruhigt. Rentsch, kommen Sie bitte zum Schluss. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann gehen wir beruhigt in die Weihnachtspause mit den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land. Dann ist die Weihnachtspause auch gerechtfertigt. Alles andere würde uns doch in große Aufregung versetzen, wenn Sie ernsthaft Ihren Antrag heute hier abstimmen lassen wollen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege van Ooyen, DIE LINKE. Oh. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe, als ich den Antrag gesehen habe, überlegt, was wäre passiert, wenn wir als Fraktion der LINKEN einen Antrag zur Aktuellen Stunde unter dem Thema aktuell niedrige Mineralölsteuer entlastet auch hessische Bürger und Wirtschaft, klare Absage an Erhöhung der Mineralölsteuer, Einnahmeausfälle müssen anders kompensiert werden, gestellt hätten. Dann hätte die Verwaltung dieses Hauses gesagt und unseren ersten, diesen Antrag abgelehnt, weil außer der Vokabel hessische Bürger kein realer Hessenbezug erkennbar ist. Die Energiesteuer ist eine Bundessteuer, und ich nehme keine wirkliche Debatte um die Erhöhung der Mineralölsteuer wahr. Ich weiß, eine Expertenkommission der Bundesregierung hat es am Wochenende in die Bild-Zeitung geschafft. Möglicherweise hat aber auch das Ergebnis des Klimagipfels von Paris die Autofahrerpartei FDP ein bisschen aufgeschreckt. Und Sie, Herr Rentsch, haben von Sonntag auf Montag schlecht geschlafen und dann am Montagmorgen diesen Antrag eingebracht. Es wäre hilfreich gewesen, neben der Bild-Zeitung einfach eine andere Zeitung zu lesen. Natürlich diskutieren wir über sinnvolle Mobilität und deren Kosten. Wir favorisieren im Gegensatz zur FDP den öffentlichen Nahverkehr, der besser ausgestattet und kostengünstiger für die Bürgerinnen und Bürger werden muss. Dazu gehört auch die Priorisierung von umweltgerechteren Fahrzeugen und eine deutliche Reduktion des CO2-Ausstoßes. Dazu sollen auch Steuermittel eingesetzt werden, etwa indem endlich Flugbenzin besteuert wird. Aber neben der Erhöhung der Mineralölbesteuerung sind dafür sicherlich andere Steuermittel erforderlich. Die Steuern in Europa, da liegen wir an drittletzter Stelle. Unter uns kommt nur noch Belgien und Frankreich. Da denken wir natürlich an gerechte Verteilung eher der öffentlichen Einnahmen und daher eher an die Vermögens- und Erbschaftssteuer als an die Mineralölsteuer. Wir sehen allerdings auch, dass die Kosten für den individuellen Pkw-Verkehr nicht unnötig entlastet werden sollen. Soweit zu dieser Aktuellen Stunde. Vielen Dank. Vielen Dank.
Nächster Redner ist Kollege Klose, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Nennen Sie traumatisieren das Kind doch nicht in so frühen Jahren. Traumatisieren den doch nicht so früh im Leben. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich muss zugeben, ratlos ich war. Ratlos ich war, obwohl er so lang ist, als ich den Titel der Aktuellen Stunde der FDP das erste Mal gelesen habe. Aktuell niedrige Mineralölsteuer entlastet auch hessische Bürger und Wirtschaft. Klare Absage an Erhöhung der Mineralölsteuer. Einnahmeausfälle müssen anders kompensiert werden. Was will uns der Künstler damit sagen? Und seit wann befinden die Länder über die Mineralölsteuer, die ja im Übrigen schon seit 2006 die Energiesteuer ist, wirklich klarer geworden? Sorry, ist mir das auch nach Ihrem Vortrag, Herr Rentsch, nicht. Es hat sich lediglich der Eindruck verfestigt, dass der Hessische Landtag als Ersatzbühne herhalten muss, weil die FDP aus dem Deutschen Bundestag gewählt worden ist. Und was bleibt einem in einer solchen Situation zur Vorbereitung einer Aktuellen Stunde übrig? Man setzt sich mit dem Titel auseinander. Im ersten Teil also aktuell niedrige Mineralölsteuer entlastet auch hessische Bürger und Wirtschaft. Aktuell niedrige Mineralölsteuer? Fakt ist, die Mineralölsteuer wurde zuletzt vor fast 13 Jahren im Rahmen der ökologischen Steuerreform und zur Entlastung der Sozialkassen angehoben. Übrigens unter großem Geschrei, unter anderem der FDP, klar, da greift der Reflex Öko und Sozial, da müssen wir ja dagegen sein als FDP. Und seit dem 1. Januar 2003 ist die Mineralölsteuer sowohl auf Benzin als auch auf Diesel gleichbleibend. 65 Cent pro Liter Diesel, 87 Cent pro Liter Benzin. Was bitte meinen Sie denn dann mit der aktuell niedrigen Mineralölsteuer? Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wollen uns sagen, dass Sie den Mineralölsteuersatz schon damals niedrig fanden. Das wäre eine bemerkenswerte Kehrtwende der FDP. Aber wenn es eine Kehrtwendenpartei in Deutschland gibt, dann ist es ja die FDP. Oder Sie haben schlicht das Prinzip dieser Steuer nicht verstanden. Das allerdings wäre für die Partei von Otto Graf Lambsdorff schon ein ziemlicher Offenbarungseid. Zweiter Teil. Klare Absage an Erhöhung der Mineralölsteuer. Okay, aber hat die eigentlich irgendjemand gefordert, diese Erhöhung? Und hier bin ich auch durch den Vortrag von Herrn Rentsch nicht wirklich schlauer geworden. Ich kenne niemanden, der sich im politischen Raum diesen Vorschlag bisher zu eigen gemacht hat. Das kann an mir liegen. Was soll das also? Und was soll das vor allem von der FDP? Wissen Sie, wie viele Mineralölsteuererhöhungen es in der Geschichte der Bundesrepublik bisher gegeben hat? Es waren seit Gründung 23. Und an wie vielen davon war die FDP aktiv beteiligt? An 16. Unglaubwürdigkeit, dein Name ist FDP. Bleibt der dritte Teil. Einnahmeausfälle müssen anders kompensiert werden. Welche Einnahmeausfälle bei der Mineralölsteuer? Mineralöl wird in Cent pro Liter besteuert. Seit 2003 sind das die unveränderten 65 Cent pro Liter Diesel und 87 Cent pro Liter Benzin. Und der Anteil der Energiesteuer an dem, was Sie an der Tankstelle zahlen, bleibt demnach immer gleich, egal wie der Preis pro Liter schwankt. Sinken würden die Einnahmen durch die Mineralölsteuer nur dann, wenn weniger getankt würde. Und Sie sehen doch im Moment, genau das Gegenteil ist der Fall. Der niedrige Preis führt zu Schlangen an den Tankstellen. Von welchen Einnahmeausfällen reden Sie also? Auch das ist seltener Unsinn. Und meine Damen und Herren, gerade erst vergangenes Wochenende hat sich die Welt endlich auf einen Vertrag verständigt, um das Klima wirksam zu schützen. Wir haben vorhin ja Gelegenheit gehabt, auch darüber ausführlicher zu sprechen. Und das heißt auch konkret, wir in den Industrieländern müssen unsere Anstrengungen für mehr Energieeinsparung, für mehr Energieeffizienz und für mehr erneuerbare Energien weiter steigern. Und gerade im Verkehrssektor wachsen die klimaschädlichen Emissionen sogar. Elektromobilität und schadstoffärmere Motoren leisten wichtige Beiträge dagegen. Und sie zu fördern, ist mit Sicherheit ein wichtiger Baustein zur Erreichung unserer Klimaschutzziele. Und
dass die FDP in diesem Landtag kaum, dass die Tinte unter dem historischen Pariser Abkommen trocken ist, eine solche Aktuelle Stunde beantragt und keinen Halbsatz über die Folgen unserer Mobilität für das Weltklima verliert, zeigt leider, dass Sie keine Verantwortung für diesen Planeten und die uns nachfolgenden Generationen tragen wollen. Bedauerlich, aber nennen Sie doch solche Aktuellen Stunden in Zukunft „Ich gebe Gas, ich will Spaß“, dann wissen wir auch von Anfang an, worauf Sie hinaus wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich wollte nur feststellen, dass sich die Fraktion der SPD nicht um einen Abgeordneten erhöht hat in der Zahl, sondern dass wir einen Gast begrüßen können. Herzlich willkommen, Tim. Als Nächster spricht Kollege Landau, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang des Monats hat die OPEC beschlossen, den deutschen Autofahrern und nicht nur denen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk zu machen. Die Entscheidung, trotz niedriger Preise und eines bereits bestehenden Überangebots auf dem Rohölmarkt die Förderung nicht zu drosseln, wirkt sich erfreulich spürbar im Portemonnaie eines jeden aus. Da zurzeit der Euro gegenüber dem Dollar auch wieder am Boden gut macht, ist das Aufsuchen einer Tankstelle so günstig wie lange nicht. Das ist die gute Nachricht. Diesel, Sie haben es sicherlich als Autofahrer mitbekommen, ist teilweise für unter 1 Euro zu bekommen. Es scheint, dass das der FDP Sorgen bereitet. In der Tat, das kann man dann schon sagen, die Hintergründe für den Preisverfall sind besorgniserregend. Der gesamte Rohstoffbereich befindet sich seit einiger Zeit im freien Fall. Grund ist unter anderem ein stagnierendes Wirtschaftswachstum weltweit, vor allem in China. Und dieser reduzierten Nachfrage steht ein steigendes Angebot gegenüber. Sie alle wissen, der Iran wird nach der Einigung im Atomstreit nach und nach von den Sanktionen befreit und wird wieder als Anbieter auf den Ölmarkt zurückkehren. Saudi-Arabien weitet seine Förderung aus, um insbesondere die aus ihrer Sicht bedrohliche amerikanische Fracking-Konkurrenz auszuschalten. Ja, es tut der deutschen Industrie gut, und den Autofahrern bringt der Preisrückgang nach Meldung des Mineralölwirtschaftsverbandes in diesem Jahr bisher eine Ersparnis von sage und schreibe 6,7 Milliarden €. Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern für andere Dinge dann zur Verfügung steht. Die Situation ist also sozusagen de facto ein kleines Konjunkturprogramm. Im letzten Jahr waren die Einnahmen der Energiesteuer, also die ehemalige Mineralölsteuer, mit 39,8 Milliarden € beträchtlich. Man muss sich aber nicht auf sinkende Staatseinnahmen wegen sinkender Spritpreise Gedanken machen. Die Energiesteuer, und das ist ja auch schon gesagt worden, berechnet sich unabhängig vom Spritpreis. Es werden je nach Schwefelgehalt auf 1.000 Liter zwischen 654,50 € und 669,80 € bei Benzin, bei Diesel sieht das ähnlich aus, fällig, und das immer. Da erfahrungsgemäß bei günstigen Preisen mehr getankt wird, sollten die Steuereinnahmen über die Energiesteuer erwartungsgemäß sogar steigen. Sinken dürfte vielleicht die Mehrwertsteuereinnahmen, die betragen 19 %, sind also nicht festgesetzt, sondern prozentual, macht beim Benzinpreis von ungefähr 1,25-24 Cent je Liter. Inwieweit sich dann beides ausgleicht, bleibt abzuwarten. Aber Mehreinnahmen trotz niedriger Benzinpreise, das will ich dann noch einmal sagen, sind möglich. Woraus sich die Aufregung der FDP speist, bleibt Ihre Sache. Warum im Text zur Aktuellen Stunde der FDP Einnahmeausfälle thematisiert werden, aber Sie, Herr Rentsch, eigentlich in Ihrer Rede nur von Steuermehreinnahmen sprechen, bleibt dann auch sozusagen von Ihnen zu beantworten. Fest steht jedenfalls, die Energiesteuer ist eine bundesgesetzliche Verbrauchssteuer, und die Einnahmen stehen ausnahmslos dem Bund zu. Was uns vielmehr, und das will ich dann als Letztes vielleicht doch noch anfügen, Sorgen machen sollte, sind die Kaufentscheidungen vieler Bürger zu Ungunsten
von energieeffizienten Automodellen und zugunsten von Fahrzeugen mit großem Hubraum, hervorgerufen durch niedrige Spritpreise. Wir als Politik wünschen uns aber, dass verbrauchs- und emissionsarme Fahrzeuge bevorzugt werden, dass der CO2-Ausstoß von Autos unmittelbar etwas mit der Erderwärmung zu tun hat. Wissen bis ist meine Einschätzung auf Donald Trump in die USA und Teilen der hessischen FDP alle. Deutschland hat auf der UN-Klimakonferenz jetzt in diesem Jahr in Paris seinen Beitritt zu einer Allianz von mittlerweile 13 Ländern beschlossen, die sich zum Ziel gesetzt hat, spätestens im Jahre 2050 ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge wie Elektrofahrzeuge zuzulassen. Dieses Ziel umzusetzen, wird viel Kraft kosten, meine Kolleginnen und Kollegen. Ob billiger Sprit dazu der richtige Wegbereiter ist, kann hinterfragt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Klose, wir waren auch etwas ratlos am Dienstag in der Fraktion, was wir mit dieser Aktuellen Stunde anfangen sollten, und haben darüber diskutiert, worum es dabei überhaupt ging, kamen nicht ganz auf den grünen Zweig. Und dann hat der Fraktionsvorsitzende gesagt, soll die FDP doch sehen, was sie davon hat. Und deswegen rede ich heute dazu. Die liberale Rasterfahndung nach Themen hat sonst für diese Woche nichts gefunden. Die standardmäßige Windkraftdebatte haben wir Dienstag schon abgefrühstückt. Und am Samstag bei einem Bild-Zeitungsbericht über Autos und Steuern haben dann gleich zwei Selektoren der Magenta gelben Liste geleuchtet. Und von daher reden wir jetzt heute über dieses Thema, über die ganzen Fehler, die in dem Titel der Aktuellen Stunde und in dem Antrag der FDP drin sind, will ich jetzt hier gar nichts mehr noch zu sagen. Da haben die Kolleginnen und Kollegen schon einiges zu ausgeführt. Herr Kollege Rentsch, ich kann auch aus dieser Aktuellen Stunde relativ schnell die Luft rauslassen. Die Bundesregierung wird nicht machen, was Sie hier an die Wand malen. Dafür müsste Wolfgang Schäuble die Steuern erhöhen und Alexander Dobrindt auf den Rat von Experten hören. Beides halte ich für ausgeschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wobei Sie das Ganze hier selber nicht ernst meinen, Herr Rentsch, weil ja jeder weiß, dass die FDP immer nur gegen Steuererhöhungen ist, wenn sie gerade in der Opposition ist oder im Bund gerade ganz in der APO. Das haben wir bei der Mineralölsteuer gesehen, das haben wir über ein halbes Dutzend Mal bei der Mehrwertsteuer gesehen. Und den Vogel abgeschossen hier in Hessen hat ja das Verhalten der FDP zur Grunderwerbsteuer. Noch in Regierungsverantwortung vor Kurzem haben sie die auf 5% erhöht, und kaum sind sie aus der Regierung rausgeflogen, kommt sofort der Antrag, diese Steuer wieder zu senken. Also da wissen wir, was wir davon haben, wenn Anträge von der FDP in diese Richtung kommen. Trotzdem, und das will ich sagen, und da will ich auch die FDP verteidigen in dem Bereich, hat natürlich auch der niedrige Ölpreis Effekte für Hessen. Und von daher können wir auch hier darüber reden. Denn nicht nur die hessischen Verbraucher haben dadurch mehr Geld für andere Ausgaben, sondern gerade durch den niedrigen Ölpreis profitiert in besonderem Maße die Logistik- und Luftverkehrswirtschaft. Das ist gut für Hessen. Die Airlines, und das will ich hier auch einmal in Richtung der grünen Kollegen sagen, die Airlines haben mehr Geld durch den niedrigen Ölpreis für neueres und leiseres Fluggerät. Gerade gestern hat Tom Enders bekannt gegeben, dass aufgrund des niedrigen Ölpreises in 2016 die Auslieferungsrate vor allem für den A350 und den A320neo deutlich steigen wird. Das freut uns. Aber man kann natürlich so ein Thema hier nicht diskutieren und dabei die negativen Effekte völlig ausblenden, wie die FDP das macht. Der niedrige Ölpreis ist gerade im Verkehrssektor eine Innovationsbremse. Alternative Antriebe werden im Vergleich viel unrentabler, wenn der Ölpreis so niedrig ist. Das Ziel von 1 Million Elektroautos für 2020 der Bundesregierung kann so kaum noch erzielt werden. In den ersten 11 Monaten im Jahr 2015 ist der Anteil von Elektro-, Hybrid- und Gasantrieben auf nur noch 1,5% zurückgegangen. Das ist natürlich auch ein Ergebnis dieses niedrigen Ölpreises.
Anfang 2016 kommt ein neues Prius-Modell von Toyota. Die haben ihre Absatzzahlen schon deutlich nach unten korrigiert, auch ein Ergebnis des niedrigen Ölpreises. Die Inflation ist jetzt schon viel zu niedrig, wird dadurch noch weiter nach unten getrieben. Und zuletzt natürlich auch schon angesprochen, die Klimaziele von Paris jüngst verabschiedet, geraten dadurch in Gefahr. Und das wird ja auch in den nächsten Jahren erst einmal nicht besser. Die Konjunktur in den Schwellenländern wird nicht so stark anspringen, wie es nötig wäre, um den Ölpreis hier nach oben zu bringen. Das OPEC-Kartell liefert sich weiter einen Preiskampf mit den nordamerikanischen Frackern. Der Iran kommt nach dem Ende der Sanktionen jetzt bald als ölreiches Land in den Kreis der Exporteure zurück. Das alles wird dafür sorgen, dass es nicht kurzfristig eine Absenkung des Ölpreises gibt. Deswegen ist die Bundesregierung gut gehalten, jetzt auch sich das Ergebnis dieses Expertengutachtens anzuschauen, die Konsequenzen in Ruhe zu diskutieren. Und in dieser Legislaturperiode, und das ist völlig klar, wird es an der Energiesteuer keine Änderung geben, keine Erhöhung. Da bin ich mir ganz sicher. Und die Autofahrer können meines Erachtens guten Gewissens und auch mit Freude, solange die niedrigen Spritpreise sich daran erfreuen und freuen haben, wenn sie sich sonst immer ärgern, sich ab und zu auch mal freuen, wenn sie wieder ihr Auto volltanken. Ich freue mich jedenfalls für Ihre Aufmerksamkeit, und der FDP-Antrag ist nichts anderes als ein Sturm im Wasserglas. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mir ging es bei der Vorbereitung auf diese parlamentarische Aktuelle Stunde genauso wie dem Kollegen Klose. Ich musste erst einmal lange nachdenken, was der Autor des Textes versuchen würde, uns zu sagen. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, dass es offensichtlich einen Konnex gibt zu einem völlig anderen Politikfeld. Mir wurde plötzlich klar, warum die FDP sich so ungeheuer im Bereich der Jagdverordnung engagiert hat. Weil sie brauchen künftig die Zulässigkeit von Pappkameraden, dass man sie aufbauen kann, um danach wieder auf sie zu schießen, um im politischen Geschäft irgendetwas bewirken zu können. Andere Erklärung gibt es dafür eigentlich nicht. Denn in dem politischen Diskurs außerhalb eines Artikels einer für seriöse Wirtschaftsberichterstattung ihr regelmäßig bekannten Boulevardzeitung findet sich ja auch so fürchterlich viel nichts über eine mögliche Debatte einer Erhöhung der Mineralölsteuer. Also muss der Kappkamerad aufgebaut werden, um dann darauf schießen zu können. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, dann stelle ich mir den Ablauf der Woche eher so vor. Ich vermute mal, die Weihnachtsfeier der FDP-Landtagsfraktion war am Sonntagabend. Und die Versorgung mit festen, ich vermute aber auch flüssigen Erfrischungen war hinreichend. Und in dieser Nacht hat sich dann der Kollege Rock an den PC gesetzt. Er hatte die Regelungen des § 2 des Energiesteuergesetzes in dem Moment nicht restlos vollständig vor Augen und stellte dann einen inneren Zusammenhang zwischen der Höhe dieser Mineralölsteuer und dem aktuellen Benzinpreis her. Das dauerte dann 3 Tage, bis das Differenzierungsvermögen in Sachverhaltsermittlung dann wieder ein Maß erreicht hat, dass es der parlamentarischen Beratung zugänglich wurde. Daraufhin hat der Fraktionsvorsitzende der FDP seinem parlamentarischen Geschäftsführer offensichtlich ordentlich den Kopf gewaschen, denn er hat die Geschichte an sich gezogen und uns den Beschlusstext hier vorgelegt und auch unterschrieben, um sicherzustellen, noch ein bisschen zu retten, was zu retten ist, und eine Rede hier gehalten, die jedenfalls mit dem zugrunde liegenden Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde nur Rudimentäres zu tun hat. Aber ich glaube, sehr verehrter Herr Kollege Rentsch, der Verlauf der Debatte war eine hinlängliche Sanktion für das Ergreifen einer parlamentarischen Initiative, deren inhaltliche Substanz nicht so richtig vorhanden war. Deshalb erspare ich mir auch alle weiteren inhaltlichen Bemerkungen zur Mineralölsteuer. Vielen Dank. Ja.
klar. Nee. So, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde Herrn Staatsminister Schäfer gerne etwas fragen. Mal neben der Tatsache, dass der Kollege Rock keinen Alkohol trinkt und bei der Weihnachtsfeier leider schon um 11 gegangen ist, weil er sehr vorbildlich arbeitet, was wir alle bedauert haben. Eine letzte Frage, damit wir alle beruhigt in die Weihnachtspause gehen können. Sie schließen aus, dass es eine Mineralölsteuererhöhung auf Bundesebene in dieser Legislatur geben wird. Sehen Sie, wir sind alle Abgeordnete hier im Hessischen Landtag. Ich gehe davon aus, dass es eine solche Mineralölsteuererhöhung im Deutschen Bundestag nicht beschlossen werden wird. Aber sehen Sie, die prophetische Gabe der Freien Demokraten ist sicherlich nicht wesentlich höher als meine eigene. Ich glaube ganz sicher, dass es die nicht geben wird. Aber sehen Sie, das ist ähnlich wie die Halbwertszeit der Glaubwürdigkeit des Vortrages der FDP, was Steuererhöhungen anbetrifft. In der Opposition immer kräftig dagegen, in der Regierung kann man sich immer darauf verlassen. Und irgendwie haben wir auch einmal dem Druck der FDP nachgegeben und haben die Grunderwerbsteuer mit ihnen gemeinsam erhöht. So passiert es gelegentlich. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 64, abgehalten. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 74 und 75, Dringlicher Entschließungsantrag 2998 aus 19 und 2999 aus 19. Wer dem 2998 Antrag der FDP zustimmt, bitte das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Gegenstimmen. Das sind die vier restlichen Fraktionen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Dann rufe ich auf Antrag 2999 aus 19, Antrag von Bündnis 90, die Grünen und CDU. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und SPD und Linke. Gegenstimmen. Das ist die Fraktion der FDP. Damit ist dieser Antrag angenommen.